Jetzt ist er dann mit einer Freeze. Kommt zu einer neuen Folge Thank You Online Gameplay. Diesmal habe ich eine neue Kombination gekauft und das ist die Twins M3 mit Mammut M3, Prodigy und Tiger. Ja, ich habe leider für diese Kombination Geld ausgegeben, aber ich sag mal so, man kann es nicht umgehen. Ich habe ja auch immer gesagt, Twins und so weiter sei scheiße, aber damit meinte ich natürlich immer im Gegnerteam. Ich habe natürlich nie gesagt, dass ich selbst sie, wenn ich sie besitzen würde, scheiße finde. Wir gehen mal für 15 Minuten hier rein. Weil sie ist generell ganz okay. Also vom Waren sie selbst hat, aber als Gegner jedoch scheiße. So wie als Gegner ja auch ist jeder Kacke ist oder halt auch. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Jede Waffe hat so Vor- und Nachteile, die man als Gegner oder jetzt gut oder mies findet. Also für mich war es in dem Fall Twins, das wollte ich jetzt mal klarstellen. Und ich will jetzt auch nicht, dass ihr mich darum verflucht, auf wegen die Sets jetzt, weil ich das Set gekauft habe. Weil immerhin habe ich ja damals auch immer gesagt, die Sets sind kacke. Und damit habe ich aber gemeint, die Sets, die ja vor drin waren, wo es zum Beispiel Diktator M3 mit gab, ab Brigadegeneral oder so. Und die jetzigen Sets, die sind ja normal, die kann man ja unter das Panagiotis, die kann man ja unter die kann man ja normal erwerben, die sind ja nur ein oder zwei Ränge drunter und keine Hax ist auch im Gegnerteam und keine 10, 20 Ränge unter dem anderen. Das andere war ja abnormal. Den Diktator M3 kriegt man erst ab Generalismus und da gab es den schon als Brigadegeneral. Das war einfach nicht normal. Und dann auch noch die Farbe Zeus dazu. Das, also ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Die jetzigen Sets, die sind nämlich ganz okay. Die kriegt man generell ganz normal. Und Harax halt die Fresse im Chat. Und jetzt mal zu der Kombination. Ich bin sie schon ein paar Mal gefahren. Dieses perfekt zum Gold sammeln. Hat auch einen exzellenten Schutz gegen die normalen Spieler in Tanky. Das heißt, als Mammut hält man viel aus. Und jetzt ist er dann mit einer Freeze. Also die Kombination ist ganz okay. Man muss nur die Gegner bestmöglich an sich dran halten. Hier, Donner. Der Schaden ist kaum spülbar. Trotzdem ist das jetzt ein bisschen viel und ich kann ja Dauerfeuer. Dauerfeuer macht schon etwas wett. Ich werde jetzt mal die Farbe wechseln. Ich spiele mit Firefox momentan und nehme gerade das erste Mal wieder mit Fraps auf und wollte mir mal das Ergebnis ansehen. So, jetzt dürfte ich. Habe ich Dings genommen? Ja, habe ich. Smaragd habe ich genommen. Oh, macht Platz, ihr fetten Dinger. Oh, zu viele Effekte, damit kommt Webs nicht klar. So. Da lag wohl eine Mine. Was gibt's eigentlich noch Neues? Ja, Tanky Online hat schon ihr Standalone-Ding angekündigt. Also es ist ein Programm, wie von Newstar schon bekannt, aber Newstar ist legal. Oder jedenfalls nicht hundertprozentig legal. Also Standalone Tanky, also es braucht kein Browser mehr, sondern kann einfach so vom Desktop aus gespielt werden. Das heißt, man hat Tanky Online denn auf dem Desktop und das Ganze läuft über den Standalone Flash Player. Warum fahren die Dude Knight immer in den Weg? Genau das versaut nämlich einen die Twins-Schießerei. Genau dieser Scheiß ist das, der es versaut. Jetzt hatte ich hinten Freeze. Toll. Verfickte Idioten. Tut mir leid. Hm.
einfach Dauerfeuer. Man sieht, wie er durchgeschüttelt wird. Aber er leckt total. Und da ist, muss er schon wacken weiter. Und tot ist er. Also das Dauerfeuer macht einiges gut bei dem Ding. Und ich habe nur Vollidioten im Team. Vollidiot. Wer sind solche Spasten, ey? Also es ist gut, um die Flagge zu beschützen generell, aber mit Total Dwarger als Gegner und die sogar als Deutsche noch. Aber ich bin raus und suche mir mal fix eine andere Schlacht. Zudem kriege ich die beiden Idioten mal kurz von der Freundesliste. Freunde, Arax, Kurs entfernen, ja. Pana, Jottes, kurz entfernen, ja. Und dann gehen wir mal kurz in die Stille hier. Und versuchen das Ganze mal normal zu spielen. Ohne Volldeppen, die einen verfolgen. So, und da oben ist auch schon unser erstes Opfer. Jetzt ist es da unten. Und da droppt wie ein Donner-Typ. So, beide erwischt. Jetzt sieht man auch die Vorteile dieser Waffe. Und durch das Dauerfeuer kann diese schnell, also nicht schnell, aber effizient die Gegner unter Beschuss nehmen, und in der Zeit, wo sie nachladen, haut man sie größtenteils weg. Aber Ricochet ist jedoch im Direktvergleich besser. Weil Ricochet hat den höheren Schaden. Aber man sieht, ich habe jetzt im einen Anlauf 5 Leute gekillt und habe nur ein Leben verloren. Am effektivsten ist diese Kombi jedoch mit Dwaggen. Also man sollte am besten Dwaggen, weil man hält sonst nichts aus. Also weil dann zu viele auf einen raufgehen. Und das wäre ein bisschen schmerzhaft. Und da unten ist wieder dieser Panner-Vollidiot. Verficktes Arschloch. Arschloch, ey. Penner. Gehen wir nochmal fix in der Schlacht. Ja, solche Deppen, ey. Kein Verständnis. Wenn wir mal normal Let's Play. Ach, da spreche ich das gleich an. Jeder Vollidiot, der noch einmal in mein Gegnerteam kommt und meint, mich wegwacken zu müssen, bekommt einen sofortigen Freundschaftslisten-Kick. Und damit auch alle Leute, die mit ihm normalen Kontakt haben, also auch im Gegnerteam so einen Kontakt mit ihm haben. Ich habe leider kein Verständnis mehr für dieses Verhalten.
komme in mein Gegnerteam und versau mir ein Ding nach dem anderen. Dafür habe ich kein Verständnis mehr. Sofortigen FL-Kick und bestmöglich auch keine Rückaufnahme. Viele haben es in letzter Zeit gemerkt, die haben mich dann voll gepumpt, was soll der Scheiß und so weiter, aber Entschuldigung, ich möchte auch mal in Ruhe spielen. Ohne solche Deppen, die meinen besser zu sein und dauernd wacken. Wobei ich ja größtenteils nicht mal wacke im Gegnerteam, wenn die da anfangen zu wacken. Haben wir doch gleich die 15 Minuten Marke schon erreicht oder schon erreicht, aber deswegen gehe ich jetzt mal gerade, um euch mal wieder einen Überblick zu verschaffen über die Dinge, die ich in letzter Zeit mir neu zugelegt habe. Und das wäre unter anderem das Twins-Dings hier, habt ihr ja schon gesehen. Dann auch die Firebird M2, die ist aber schon etwas älter. Und Mammut M3 dazu, Tiger und Prodigy, wisst ihr ja schon. Ja, und das war es eigentlich auch erstmal. Und ja, ich hoffe, ab vor mit dem nächsten noch Schritt für Schritt Titan zu verbessern, weil Titan, der hat auch ganz schön was drauf, finde ich. Er ist ganz gut, finde ich, ja. Und das war es auch erstmal mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich suche jetzt erstmal wieder F1.